Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, Gunshot, und ich habe mal wieder eine Ansage zu machen. Und zwar, ja, also erstmal sehe ich ein bisschen fertig aus gerade, ist ein bisschen früh am Morgen, aber ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal so ein Video fertig und erzähl mal kurz ein paar Sachen, was jetzt gerade im Endeffekt abläuft. Wie ihr im Endeffekt mitbekommen habt, habe ich bei The Division, ja, ich habe es auch schon geschrieben in den Kommentaren, ich habe auf The Division nicht so Lust zurzeit, wirklich nicht. Fragt mich nicht wieso, wie gesagt, ich habe schon geschrieben, wahrscheinlich, weil ich seit Closed Beta im Endeffekt jeden Tag drangehangen habe und gezockt habe wie ein Irrer und hast du nicht gesehen. Und jetzt zum Schluss, kurz vor 1.4, ging es mir halt mit den Hackern echt auf den Sack, dass ich da wirklich den einen Tag so eine richtige Hasskappe geschoben habe. Ich habe es nicht deinstalliert, so ist es nicht, aber wirklich, ich war so weit, dass ich am liebsten meine Tastatur in die Ecke geschmissen hätte. Und ich wünschte, ich hätte es aufgenommen, dann hätte ich was gehabt, was ich euch zeigen könnte, aber so halt nicht. Ich nehme aber an, dass natürlich die Lust irgendwann wiederkommen wird. Zurzeit ist für mich Paragon so ein kleines Suchtererlebnis. Ich spiele das ungemein gern, auch wenn ich mich da, glaube ich, noch mehr enrage als bei The Division. Zu Escape from Tarkov, da warte ich im Endeffekt ja drauf. Also ich gucke und durchforce jeden Tag immer wieder die Foren, die Homepage etc. pp., ob ich da irgendwas finde. Allerdings wird es da ruhig, außer diese Story-Paper, also das heißt die Bilder mit neuen Story-Informationen zum Spiel, kommt da nicht wirklich viel. Gerade was den Beta-Termin natürlich angeht, wäre ich jetzt auch mal gespannt, ob das jetzt mit November noch spruchreif ist, dass die Closed Beta da startet oder nicht. So wie sie es halt auf der Gamescom gesagt haben. Ich hatte dazu ja auch schon mal ein Video fertig gemacht. Ja, das ist so der aktuelle Stand der Dinge, was den ganzen Kram so angeht. Ja, die Rogue Moments, die kommen sicherlich wieder, meine Freunde. Da braucht ihr euch wirklich keine Sorgen machen. Ich warte, wie gesagt, auch auf Escape from Tarkov, dass das da weitergeht. Deswegen rastet und rostet nicht. Also ich versuche natürlich auch immer Videomaterial auf YouTube zu veröffentlichen. Es muss euch aber natürlich interessieren. Wenn da nichts Gescheites bei rauskommt, brauche ich es nicht bringen. Gerade was Escape from Tarkov angeht, wegen zwei Bilderschnipseln, wo ich nicht wirklich was zu sagen kann, brauche ich euch kein Video machen. Deswegen dachte ich, jetzt kommt vielleicht irgendwann mal so der Close-Beta-Termin, dass ich euch dazu was sagen kann. Kam aber bis jetzt nicht. Ja, zu allem anderen, lasst euch auf meinem Kanal überraschen, immer verfolgen. Ansonsten bin ich in letzter Zeit sehr oft im Stream tätig. Also wenn ihr ja, mich einfach mal im Stream besuchen wollt, könnt ihr es auch gerne machen. Ich bin zurzeit täglich so ab 16 Uhr bin ich da. Da könnt ihr dann im Endeffekt auch mit mir quatschen, schreiben, wie auch immer im Chat. Können wir uns gerne nett unterhalten, falls ihr da auch noch Fragen habt, einfach mal in den Chat reingehen. Ich werde wahrscheinlich bei einer Runde Paragon sein. Würde mich aber auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Auch wenn euch das Game vielleicht nicht interessiert. Wie gesagt, wir können ja mal ein bisschen quatschen, gerade wenn ihr Fragen habt. So kriegt ihr mich auch nochmal direkt an die Strippe. Ja, ansonsten, meine Freunde, würde ich sagen, bin ich jetzt erstmal raus. Wie gesagt, auch hier könnt ihr natürlich Fragen wieder unter die Kommentare packen, wenn ihr da irgendwas zu wollt. Wenn ihr euch irgendetwas wünscht oder konstruktive Kritik, wie immer, kennt ihr, ne? Einfach alles in die Kommentare, wie gesagt, auch Wünsche, wenn ihr Anregungen habt, etc. pp. Einfach in die Kommentare, ich quatsch gern mit euch darüber. Ihr seid im Endeffekt die Community und, ja, Mensch, man könnte über alles reden, nicht wahr? Ich habe übrigens ein Tattoo auf dem Handrücken, guck mal. Muss nachgestochen werden, ne? Schrecklich. Jetzt ist aber Ende im Gelände hier. Mein Kaffee wird nämlich kalt, meine Freunde. Und das wollen wir nicht. Und ich muss mir angewöhnen, nicht in den Bildschirm, sondern in die Kamera zu gucken, weil sonst sieht das so aus, als ob ich nicht euch angucke. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wundervollen Sonntag. Ja, kommt gut in die Woche rein. Und wie gesagt, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.